Hallo, liebe Leute, an dieser Stelle erzähle ich über das Thema Automatisierung in den 1970er, 1980er Jahren am Beispiel von Klöckner Werke AG Hütte Bremen. Die Klöckner Werke AG Hütte Bremen war damals ein Hüttenwerk, welches auch Hoföfen, Stahlwerk, Warmwalzwerk und Kaltwalzwerk bestand. Dort wurde Stahl hergestellt. Mittlerweile gibt es diese Firma nicht mehr. Der Konzern, der hat Konkurs gemacht. Ich habe dort in den 60er Jahren eine Lehre gemacht als Elektriker und war auch dort in den 70er Jahren als Elektriker beschäftigt. An diesem Beispiel kann ich die Automatisierung sehr gut erklären. Also damals in den 60er Jahren war das so, dass entlang der Produktionslinie überall Steuerpulte und Steuerkästen waren. Das Walzwerk, das Warmwalzwerk wurde wie ein Auto gefahren, ne? Also ohne jede Verriegelungsbedingungen und so weiter. Alle Bewegungen und Aktionen wurden manuell gemacht. Ne? Also zum Beispiel Linkslauf, Rechtslauf, Lineale zusammenfahren, auseinanderfahren, die Anstellung hoch und runterfahren. Alles wurde manuell von den Steuerstellen aus gemacht, von Menschen, von Steuerleuten. Ne? Und es gab dementsprechend viele Taster und Schalter und Meldeleuchten auf den Steuerpulten. Bei manchen Arbeitsmaschinen waren sogar drei Steuerleute vorhanden, ne? Einer am Hauptpult und zwei vor Ort an den Steuerkästen. Dementsprechend groß war der Personalaufwand. Und die Leute, die die Anlage gesteuert hatten, die hatten das ganze Know-how in ihrem Kopf drin. Sie wussten genau, wie die Anlage zu fahren ist, ne? Weil sie das Wissen über den Arbeitsprozess hatten, ne? Und dementsprechend einfach war auch die Steuerung in den Steuerschränken aufgebaut und in den Schützengerüsten. Es gab gar keine Verriegelungsbedingungen, sondern nur Wendeschützenschaltungen. Ne? Und von der Seite her war es halt sehr einfach. Dann so Mitte bis Ende der 70er Jahre ist man dann dazu beigegangen, die Anlage zu automatisieren. Das heißt also, es kamen dann Ingenieure ins Werk, die die Steuerleute befragt haben, wie ihre Erfahrung ist für den Prozess und was sie bislang alles in ihrem Berufsleben gemacht haben. Das wurde dann alles protokolliert und wurde dann der elektronischen Steuerung einprogrammiert. Ne? Zuerst war das eine Hardware-Steuerung, also nicht mit logischen Schaltkreisen, und später waren das frei programmierbare Prozessrechner. Ne? Also wurden dann die Steuerleute überflüssig, weil die Automatisierung das Personal ersetzt hat. Ne? Der Vorteil war halt dabei, dass weniger Ausschuss produziert wurde, weil die Technik noch genauer
Stahl produzieren konnten, wie es die Menschen zuvor gemacht haben. Außerdem war der Durchsatz auf der Anlage höher, ne? Aber es sind halt sehr viele Leute wegrationalisiert worden. Das ganze Bedienpersonal, diese Steuerleute, die bräuchte man dann nicht mehr, ne? Und das ist halt ein Beispiel, was ich hier schilder, was auch für andere Fabriken und Werke zutrifft, ne? Und wohl, es ist halt sehr viel Personal wegrationalisiert worden damals durch die neuen Methoden der Automatisierung, ne? Möglich geworden war die Automatisierung durch neue Bauelemente, die es in der Elektrotechnik gab, also Halbleiter, ne? Und dann später frei programmierbare Steuerung, ne? Wo man den ganzen Arbeitsablauf programmieren konnte, ne? Und also ich habe das damals selber erlebt, ne, weil ich, wie gesagt, in diesem Industriewerk beschäftigt war, ne? Ja, und ansonsten habe ich sehr viel über die damalige Zeit geschrieben als Zeitzeuge. Und ich habe auch Teile veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal Manfred Kruse und auf meiner Homepage www.ahnenkruse.de, da ich Hobbyautor bin und Ahnenforscher bin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.